Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einer weiteren Folge von Battle. Mir ist ja gerade der Name entfallen. Battlefleet Gothic Armada, genau, Teil 2. Mensch, danke, Mathilde. Ich war gerade mit meinen Gedanken woanders. So, das überspringen wir mal alles hier. Wir werden gleich angegriffen vom Imperium. Das können wir mal Autoschlacht machen. Genau. Und dann müssen wir mal die nächste Mission machen. Ah, da kommen die Tyranniden. Machen wir auch mal Autoschlacht. Ich muss die beiden Flotten mal gegen die andere Tyranniden-Flotte in den Kampf treten lassen. Dann warten wir noch 3 Züge. Da brauche ich hier keine Verstärkung. Dann lassen wir die Space Marines da mal in 3 Zügen die Tyranniden angreifen. Oder besser gesagt die Imperiale Armee. In der Zeit können die hier ihre Wunden lecken. Und dann marschieren wir da ein und haben endlich hier diesen Sektor. Veles Corona. Hier sind wir noch nicht drin, glaube ich. Ne, nee, hier sind auch nicht drin. Agrippina. Genau, da warten wir auch noch auf die Space Marines und hier fehlt uns an der Anführer, glaube ich, noch für die Mission. Wo ist denn unser Anführer? Wo habe ich denn den hingeschickt? Bam, 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 bam. Die sind noch hier. Stimmt, die hätten hier was abgefangen oder haben neue Schiffe gekriegt. So war das, ne? Genau, Panzerschiff. Der hat kein Panzerschiff. Aber damit kann ich leben. Da jetzt mal. Was hatte denn der andere? Was für eine Stärke hatte der? 631. Ich glaube, den hole ich mal. Hier ins System. Er hat aber. Warte mal, warte mal, warte mal. Zurück. Der Boss hat Skarabeus. Die Fähigkeit. Hier ist Skarabeenschwarm. Nicht. Der hat Skarabäenschwarm und der andere hat das nicht. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir doch einfach die Mission, weil hier die Dringlichkeit ist auch schon extrem überhöht oder erhöht. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Und kämpfen gegen Captain Seklai Khan. Schlacht. Führungspunkte. Ich hoffe, der Feind hat nicht so viele und mein Stuhl knackt. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Oh, er legt schon mal länger. Honored foe, we come in need. Not out of desire for bloodshed. Surrender yourself, and your followers will be spared. Necrons, here. By the pyres of Cum Carta, you'll have nothing from me. Incorrect. A pity he is so selfish. The unascended are often so, Nemesaw. Hm.
So, entführen Sie Khan. Verwandeln Sie das feindliche Flaggschiff Shield von Chagatai in ein treibendes Wrack. Okay. Verschonen Sie Khan. Das Trägerschiff darf nicht zerstört werden. Aha. Wie soll ich denn das denn machen? This region is thick with wreckage. It will distort signals. It may be that we cannot trust our sensors. Understood. We will proceed with caution. Okay, Interferenzen. Ja gut, das kennen wir, ne? Die ganzen Wracks könnten jetzt Feinde sein. Die tauchen einfach als Signale auf. Ja, jetzt müssen wir nur das richtige Schiff finden. Es runterschießen. Und quasi Khan entführen. Das heißt, wir brauchen sehr viel Enter-Manöver. Ready to serve. Der hat einfach nur Doom-Jäger. Mhm. I serve your glory. Inevitable. Hier, guck dir mal die Signale da an. All power to motive units. Wir gucken, wir gehen hier einfach rein. As you command. What is your command? Jetzt die nächsten Signale. Ich glaube, das da direkt, das werden die Feinde sein. In Scannerreichweite sind es jetzt alle drei und da war natürlich nichts. Und da kommt ja einiges. Hm, Frontbewaffnung, da ist er nicht schon. Inferior vessel sighted. Kommt ja gar nicht wenig. Oh. Auch da gibt's voll die Nahkampf-Action. Scheiße. Yo, die rammen sich einfach. Oh, springen wir einfach dahin. Und rüber. Und rüber. Der kommt nicht ganz an. Ah, der ist zu weit vom Schuss hier, ne? Oh! Unser Schiff wurde hier übernommen. Den schicke ich mal zurück. Der kriegt hier gerade auch mächtig auf die Fresse. Wo ist denn Khan? All power to motive units. Reassembling coherence. Alter Schwede. Was ist denn jetzt passiert? Nein! Wir haben das Schiff von Khan zerstört. Scheiße.
Versuchen wir es mal. Scheiß Kahn. Dann bringt er noch so viel Kruppzeug mit. Was willst du denn da machen? Vor allem der Preis Teil 1. Man kann ja auch schlecht verhindern, dass er die Schiffe ja auf ein anderes Schiff schießen. Und wir hätten jetzt hier echt sowas wie Nova-Kanonen brauchen müssen. Ja, hätten haben müssen eigentlich. Wegen diesen ganzen. Ja, kennen wir schon. Not out of desire for bloodshed. Laber mich nicht. Surrender yourself, and your followers will be spared. Incorrect. Leonis. So. Selbe Aufstellung wie gerade eben. Lief hier nicht schlecht, aber irgendwie habe ich nicht drauf geachtet, dass wir Khan nicht erschießen. Wir haben leider Khan ja erschossen. This region is thick with wreckage. It will distort signals. It may be that we cannot trust our senses. Understood. We will proceed with caution. So, Frontbewaffnung. Schießen auf alles, was sich nicht bewegt. Dann versuchen wir es nochmal. Ich denke mal wieder hier die oberen Signale sind das wieder. Schade, dass der Nebel nicht groß genug ist. I am the Dynasty Spear. Ready to serve. What is your command? Initializing motive power. I am the Dynasty Spear. Schützen wir uns mal, da kommt ja nämlich gleich was. Oh, was angekommen, schade. Ready to serve. On the march. How may I serve? Feuer. As you command. Wir hatten diese Feuerkugel hier. Yes. Die kam gut. Seitliches Feuer, Skarabäus-Schwarm. Oh oh, komm mal weiter. Ja, ein Schiff haben wir jetzt verloren. So, das ganze Kruppzeug hier erstmal weg. Und mal schnell reparieren. Diese Feuerkugel ist das erste Mal richtig gut geflogen, glaube ich. Haben wir noch Jäger? Schade, Waffe zerstört. Oh, was beschießt denn da, Mensch? Aber nicht das Schiff von Khan, das kommt nämlich erst. How may I
haben wir da Abfangjäger. Ich habe so die Angst, dass wir langsam hier die Leute verlieren auf meinem großen Pott hier. Da sind nämlich nur noch 9 Mann drauf. 5! Nee, lass mal. Ich komm jetzt. Anna. Scheiße. Aber wir müssen dann näher ran, sonst wird das nichts. Nur auf Waffen zerstören, bitte. Also nur die... Nur auf die feindlichen Waffen. Der braucht noch, der hat noch. Scheiße. Hier komme ich um das da. Shit, reparieren. Wird doch nix. Oh, kriegen das gleich selber ab. Unsere schöne Kugel. Aua. Oh, Junge. Zerstör den da. Fliegt er noch nicht hin? Oh Gott. What is your command? Ah, der kommt gleich. Reassembling coherence. Na komm rein da. Energy to recoalescence. Ein Mann hat er noch, der Khan. Ein Blitzschlag haben wir noch. Automatisches Schießen ist verboten. Drehen. Wie viel hast du noch? Ein Blitzschlag. Automatisches Schießen ist verboten.
Feuern ist verboten. Wo ist der andere hier? Versenken. Nein, Mann! I serve your glory. Scheiße, weg. I am the Dynasty Sphere. Haben wir es erfüllt? Haben wir es erfüllt? Oh, Gott sei Dank, ey. Na, eigentlich hätten wir jetzt verloren, aber es ist auch eine Kackmission, dass man jetzt da explizite einen braucht von dem Scheißschiff. Ich hoffe, der Anführer lebt noch. Ja, nur das kleine Escortschiff ist weg. Der Anführer lebt Gott sei Dank noch. Störung des Engramm-Detektors. Ab sofort kann in Kämpfen das Interferenzen-Event stattfinden. Achso, das kannten wir mit den Necrons noch gar nicht. Ist das Specimen secure? Sealed deep with a Tesseract Labyrinth. Is in pristine condition. Perfect for Trussin's collection. Good. Kefrek will be pleased. Perhaps. Dealing with Trussin is seldom a smooth course. Erreichen Sie mit der Fraktion am Makun der Sammler das Kavat-Rift-System im Sentinel World Sector. Gut, jetzt haben wir hier wieder unten die Bedrohung, sind runter. Das heißt, wir haben uns wieder Zeit erkauft, aber wir haben hier noch so viel zu tun. Sondereinsätze, Gegner killen. Ihr glaubt ja gar nicht, was wir hier zu tun haben. Ist ja unbeschreiblich. Ah, ich bin glücklich, dass wir die Mission haben, ey. Aber ihr seht ja mal, ne? Die war echt nicht einfach und wir haben sie am Anfang auch richtig verkackt, ne? Können wir noch eine Flotte bauen? Können wir nicht. Ich überlege gerade nur, was wir noch machen können. Können wir noch irgendwas verbessern? Bevor ich die Runde beende? Nee. Scheiße. 4 Zügen. Wir haben noch hier jemanden. Gott sei Dank. Der kann die dann platt machen. Aber hier haben wir eigentlich alles so weit aufgewertet. Agrippina-Sektor wahrscheinlich noch nicht. Da bietet er uns ja eigentlich gerade nichts an, ne? Und doch, da können wir was machen. Hier, falls mal irgendwas kommt. Gut. Dann wenden wir mal den Zug. Ah, Skellos. Scheiße, hab ich die übersehen oder was? Scheiße. Ja, das kommt davon, wenn man mal hier auf Leertaste drückt und das nicht sieht, was da passiert in der Zwischenzeit. Mit dem Skellos-System habe ich jetzt nicht gerechnet. Das Skellos-System, es ist ja nur ein System. Ja, System war es, genau. War ja kein Sektor, darauf wollte ich gerade hinaus. Aber wo war denn der? Der war doch. Der war doch. War der hier? Nee. War der denn? Ach, da oben. Ach, da habe ich ja auch Einheiten. Ah. Hab ich vergessen. Upsi, dupsi. Scheiße.
Ja, dann kommen da mal hier wieder runter. Und holen uns das gleich wieder. Attacke, scheiß Orks. Ja, wir haben nicht doppelte Punktzahl. Keine Autoschlacht. Attacke. Alle 10 Züge sind neue Anführer verfügbar. Das ist schön. Brauchen wir Flotten, Mensch. Mal gucken, was jetzt die Orks hier so aufbieten hier. Uiuiui, das war eine Raumstation. Da müssen eh aufpassen. Wir werden uns doch bestimmt gleich entweder mit Masse erschlagen wollen. Ja. 6 Signale, ey. Scheiße. Ich hab's vergessen. Aber wir haben ja eigentlich doppelte Stärke. Der hat ja nur 300 gehabt und wir hatten irgendwas mit 600, glaube ich, ne? Ich glaube, die Schiffe sind einfach teuer hier von den Necrons. Punktemäßig. Und die von den Orks sind einfach billig. Wie im Tabletop auch. Inevitable. Tabletop sind hier die Einheiten der Orks auch recht billig. On the march. Zumindest bei Warhammer 40k. Dafür können sie nicht schießen. Mit ihren Wummen. Ich überlege gerade. Also wir können sie verlangsamen, ja. Das können wir machen. Garabeus-Schwarm rein. Der kann nichts. As you command. I am the dynasty's spear. Ich hoffe, dass sie sehr viel kleine Schiffe haben. Yes, my liege. Die Sternenpulswaffe plus Garabeus-Schwarm kann bestimmt sehr wehtun. Inferior vessel sighted. Okay. Oh, was ist das denn? Ein Planet oder was? Was ist das denn, Alter? Eine fliegende Station? Ja, sicher. Gleich mein Schiff kaputt gemacht. Alter, geht aber kacken, ey. Nee, du sollst nur noch vorbeifliegen. Ja, das gibt's doch nicht, verdammte Scheiße. Versuch näher ranzukommen. Ah, ich glaube, der eine ist gleich weg. Hat leider nicht so viel gebracht, wie ich es mir gewünscht habe. Der ist auf der Flucht. Komm, hau ab. Dann müssen wir halt Leute rüber schicken. Oh, der Skarabeus-Schwarm funktioniert wieder. Meuterei, cool. Schieß mal auf den einen da. Der ist noch motiviert.
Meuterei. Haha, da habe ich Glück gehabt, dass die Leute meutern da. Moral scheint nicht so stark zu sein bei den Orks. Müssen wir uns mal merken. Brennt auch ganz gut. Haben wir Glück gehabt, alter Schwede. Oh. Das war... Das hätte auch ins Auge gehen können. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich weiß nicht, die Orks sind irgendwie... Da helfen Waffen mit Flächenschaden einfach nur, finde ich. Ja. Da haben wir uns schon wieder zurückgeholt. Jetzt haben wir aber hier nur eine Einheit, ne? Der kann ja gleich zurückkommen. Müssen wir mal gucken, wie wir hier weiter agieren. Hier, der muss weg. Wir werden in die Missionsnot kommen. Braucht eigentlich auch noch hier Verstärkung, definitiv. Die wollte ich auch töten, aber sind nur zwei Schiffe, verdammt. Gut. Kommen hier nirgendwo weiter, ne? Der kriegt da gleich Besuch, zwei Züge. Seid ihr alle soweit fertig? Ne, du kannst ja noch Schiffe gebrauchen, mein Freund. Der braucht doch noch Punkte. So wird das nix. Komm, du kriegst ein neues Schiff. Warum kann ich denn hier kein Panzerschiff? Ach, das ist doch alles unschön. Ich hätte hier gerne jetzt ein Panzerschiff. Blickrad. Sternenpuls haben sie ja beide. Sternenpuls ist ja eigentlich auch recht geil. Zu viel. So, jetzt haben wir wieder... ...100 Punkte. Ah, 43 würde wieder knapp nicht gehen. Müssen wir das so machen. Das sind halt so 600. Achso, und ganz klar, der Anführer muss natürlich ein anderes Schiff bekommen. Die Zeit der kleinen Schiffe ist vorbei. Da bin ich gerade ins falsche Fenster gegangen. Das muss das Anführerschiff werden. So wird ein Schuh draus. Dann können wir hier warten. Das Tolle ist hier mit den Necrons, wir haben so viel Geld. Das ist einfach nur geil. Aber das Agrippina-System, das wir das in unseren Händen haben, komplett, das wird dauern. Gut, dann würde ich sagen, mache ich mal einen Break. Ich hoffe, ihr habt euch, die Folge mit Khan hat euch gefallen. Er war auf jeden Fall kein leichter Gegner. Gut, dass wir es geschafft haben. Ja, wäre mal nett, wenn ihr mir ja, ein Like oder einen Kommentar da lässt. Ansonsten haut rein. Zum nächsten Mal. Ciao.